In diesem Video möchte ich dir mal die theoretischen Grundlagen zum Thema Komposition erklären. Mit diesen Grundlagen kannst du nämlich dein Layout deines Aquariums auf das nächste Level heben und richtig, richtig geil werden lassen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video habe ich mal etwas Theoretischeres für euch. Und zwar möchte ich mich heute mit euch um das Thema Komposition und Gestaltung kümmern. Und dazu möchte ich euch heute zwei grundlegende Kompositionsregeln mit an die Hand geben und euch die mal anhand meiner beiden Becken verdeutlichen. Mit diesen Kompositionsregeln ist es euch möglich, dass ihr bei der Neugestaltung eures Beckens bestimmte kompositorische und bildgestalterische Elemente im Hinterkopf behaltet, die dafür sorgen, dass die Gestaltung eures Beckens, dass das Layout eures Beckens einfach besser und visuell ansprechender wird. Diese Gestaltungselemente stammen aus der ganz normalen visuellen Kunst. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich auch eigentlich Fotograf bin. Mein Hauptberuf ist Fotograf und deshalb sind mir diese Bildgestaltungstheorien natürlich selber ein Begriff und ich arbeite eigentlich tagtäglich damit. Und genau die gleichen Theorien lassen sich eben auch auf das Aquascaping anwenden und darauf, wie ein Layout gestaltet werden soll. Denn gerade in dem Aquarium, wir haben im Endeffekt eine Frontalansicht, die wir die meiste Zeit sehen. Gut, ab und zu gucken wir auch mal von der Seite rein. Aber diese Frontalansicht ist eigentlich das, was wir hauptsächlich sehen. Und das ist nichts anderes, wie es bei einem Foto auch wäre. Das ist einfach ein rechteckiger oder ein quadratischer Kasten, den wir da vor uns sehen. Und die Elemente da drin, die können wir auf eine gewisse Art und Weise anordnen, um sie für den Betrachter möglichst interessant und spannend wirken zu lassen. Dazu möchte ich heute mit euch zwei Theorien durchgehen. Einmal die Drittelregel und einmal den goldenen Schnitt. Wir werden dann beide Sachen mal auf meine eigenen Becken anwenden und gucken, wie ich das so umgesetzt habe. Ich muss euch noch dazu sagen, dass ich diese Regeln kenne und durch meine Arbeit als Fotograf sind sie halt so präsent in meinem Kopf, dass ich sie nicht mehr sozusagen aktiv anwende. Also ich setze mich bei der Gestaltung nicht mehr dahin und überlege mir genau, wo müsste jetzt was positioniert werden, sondern dadurch, dass ich das schon jahrelang mache und jahrelang verfolge, ist das ziemlich im Fleisch und Blut übergegangen und vieles davon ist intuitiv und am Ende passt es dann genau auf diese Regeln. Der Punkt ist aber, es muss nicht immer genau passen. Das sind natürlich nur Richtlinien, das sind Ideen, Konzepte, mit denen ihr eine Gestaltung verbessern könnt, aber es ist nicht die reine Wahrheit. Wenn du ein Becken anders gestalten möchtest, dann gestalte es bitte anders. Ja, das ist natürlich immer noch dir überlassen. Aber diese beiden Konzepte können dir tatsächlich dabei helfen, etwas interessanter zu gestalten. Gut, kommen wir jetzt mal zur Theorie selbst. Wir fangen mal an mit der Drittelregel. Die Drittelregel besagt eigentlich nichts anderes, als dass du dein Becken oder deine Leinwand, in dem Fall gehen wir einfach mal sozusagen von der Frontscheibe aus, als das Bild, was du bearbeiten kannst bei einem Aquarium, dass du dieses Bild, diese Fläche in Drittel einteilst. Du ziehst also zwei horizontale Linien rein, sodass das Becken, dass die Frontscheibe horizontal in drei gleich große Spalten geteilt ist. Und das gleiche machst du vertikal auch nochmal, dass du drei gleich große Zeilen hast. Das heißt, du hast 9 Felder und du hast, und das ist ganz wichtig, 4 Schnittpunkte. Diese Schnittpunkte sind besondere visuelle Marker. Es ist für das Auge leichter, sich von diesen Markern durch ein Bild leiten zu lassen. Es ist also für das Auge und für den Betrachter leichter und vor allem interessanter, sich durch das Bild leiten zu lassen, indem visuelle Schnittpunkte, visuelle Marker, eben besonders interessante Sachen dann in eurem Becken, nicht in der Mitte platziert sind und nicht an den Rändern platziert sind, sondern dazwischen. Was euch diese Regel eigentlich beibringen möchte, ist, gestaltet ein Becken asymmetrisch. Baut euer Hardscape nicht so auf, dass sich alles in der Mitte konzentriert und baut euer Hardscape aber auch gleichzeitig nicht so auf, dass sich alles an den Rändern konzentriert. Sondern wählt diesen Mittelweg, wählt eine gewisse Asymmetrie. Versucht euch zum Beispiel mit, ihr könnt eine Transparentfolie nehmen und da drauf malen, ihr könnt auch einfach abwischbaren Edding nehmen, also nicht permanenten Edding und einfach Punkte auf eure Scheibe malen. Zeichnet euch das mal ein und dann überlegt euch, wenn ihr ein Hardscape setzt oder wenn ihr ein Becken neu gestaltet, übrigens auch für die Bepflanzung, je nachdem was für Pflanzen ihr nehmt und wo ihr die hinsetzt, überlegt euch, wie kriege ich es hin, dass an den Schnittpunkten dieser Drittelaufteilung etwas besonders interessant ist. Es sollten sich also Key-Elemente eures Hardscapes an so einem Drittelschnittpunkt befinden. Es sollten sich besonders aufwendige, besonders interessante Pflanzen an so einem Drittelschnittpunkt befinden. Dadurch erzeugt ihr ein höheres Interesse und einen höheren visuellen Wiedererkennungswert, weil nämlich der Betrachter, das Auge des Betrachters, nicht sofort eine frontale Perspektive fassen kann und nicht sofort alles in diesem Bild erfassen kann. Das ist ganz wichtig. Sondern der Betrachter wird gezwungen, nach und nach
diese Ecken, diese Marker abzufahren, um entsprechend das komplette Werk dann auch zu verstehen und zu betrachten. Das Auge muss wandern durch das Becken. Und je länger das Auge durch das Becken wandert, umso mehr interessante Elemente findet es und umso interessanter, umso spannender wirkt das Becken dann auch für den Betrachter. Das ist erstmal die grundlegende Theorie zur Drittelregel. Kommen wir jetzt mal zum goldenen Schnitt. Und an dieser Stelle schon mal vorweg, und das ist ganz, ganz wichtig, der goldene Schnitt ist nicht das gleiche wie die Drittelregel. Viele verwechseln das oder viele schmeißen das durcheinander. Der goldene Schnitt teilt ein Bild nämlich nicht in Drittel auf, sondern der goldene Schnitt teilt ein Bild etwas schmaler auf. Wenn du dir vorstellst, du hast wieder so ein Rechteck, wir bleiben einfach mal bei diesem Rechteckkasten als Leinwand, dann habe ich bei der Drittelregel eben genaue Dritteleinteilung. Beim goldenen Schnitt habe ich ebenfalls zwei vertikale, zwei horizontale Schnitte, aber nicht exakt an Drittelpunkten, sondern mehr zur Mitte hin konzentriert. Das ist etwas zentraler, aber eben trotzdem nicht die Mitte. Das ist noch so ein bisschen davon weg. Deshalb ist es auch ein bisschen schwieriger, wenn du den goldenen Schnitt genau einhalten willst, ihn wirklich genau einzuhalten, weil du hast nicht so viel Spielraum wie in der Drittelregel. Die Theorie dahinter ist im Endeffekt aber genau die gleiche. Du hast da auch wieder Schnittpunkte, die du einhalten kannst, wo du interessante Elemente platzieren kannst, die das ganze Bild dadurch interessanter machen. Der goldene Schnitt an sich ist ein eigentlich viel größeres Konzept. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf diese Unterteilung in Drittel, sondern es gibt dann zum Beispiel auch noch die goldene Schnittspirale. Die sieht so aus. Was eigentlich ein noch viel stärkeres visuelles Konzept ist, aber natürlich noch schwieriger einzuhalten. Bei diesem Konzept wird darauf Wert gelegt, dass du eben eine bestimmte Linienführung auch noch in deinem Bild, in deinem Motiv, in deinem Becken drin hast, die dieser Spirale folgt und so den Betrachter Stück für Stück durch das Bild wandern lässt mit dem Auge. Je länger, das habe ich ja gerade schon gesagt, je länger der Betrachter mit dem Auge durch das Becken wandern muss, umso besser, denn umso interessanter ist es, umso mehr neue Dinge erkennt der Betrachter und umso schöner wirkt das Becken dann auf ihn. So, du kennst jetzt die grundlegende Theorie. Wir schauen uns jetzt mal konkret meine beiden Becken an und ich zeichne dir mal so ein paar Marker ein. Ich zeichne dir mal diese Linien ein und dann gucken wir mal, wie ich denn diese beiden visuellen Konzepte umgesetzt habe. Und ich erkläre dir dabei noch so ein bisschen was über Linienführung, was da ein bisschen schwierig zu erklären ist, wenn du kein Bild vor Augen hast. Also, wir fangen mal mit meinem neuen Becken an. Wenn wir uns das jetzt mal vor dem Aspekt der Drittelregel anschauen, ja, dann können wir sehen, dass das Becken halt im Endeffekt zweigeteilt ist. Und zwar nicht nach Dritteln, sondern eher in die Hälfte zweigeteilt ist. Links befindet sich die ganze Pflanzenmasse und ein Großteil der Wurzel. Rechts befindet sich der Bodendecker und eben noch so Ausläufer der Wurzel. Da kommt die Drittelregel insofern zum Einsatz, als dass eben diese beiden Hälften links und rechts genau jeweils in der Mitte, also an den Drittelschnittpunkten, an den Drittellinien von oben nach unten, besonders viele interessante Elemente aufweisen. Links ist da eben der Großteil der Pflanzenmasse. Rechts haben wir an dieser Stelle die überhängende Wurzel, die ins Bild reinragt und ein großes Key-Visual ist, weil nämlich ansonsten an dieser Stelle eigentlich nichts passiert, außer dieser Wurzel. Das ist ganz, ganz entscheidend. Unten haben wir dann natürlich den Bodendecker, den Rasen und eben noch so ein Stein, der damit reinläuft, funktioniert ebenfalls. Ihr seht übrigens, dass die Wurzel, die rüberragt, und der Stein unten im Boden sich ungefähr an den Schnittpunkten orientiert. Das heißt, da haben wir halt unsere beiden Key Visuals auf der rechten Seite, die das Bild interessant machen. Auf der linken Seite ist es nicht ganz so eindeutig, weil die Pflanzenmasse da sehr dicht ist. Und deshalb kann man da eher sagen, dass sich halt die komplette linke Seite anhand der vertikalen Linie orientiert und insgesamt halt viel Interesse bündelt, weil dort der Hauptteil der Pflanzen ist. Jetzt stellen wir mal um auf den goldenen Schnitt, beziehungsweise auf die goldene Schnittspirale. Und da ist jetzt ganz interessant, ich meine, ihr könnt diese Spirale halt drehen und wenden, wie ihr wollt. Es gibt da jetzt keine Richtung, von der ihr anfangen müsst. Aber wenn wir uns die mal anschauen, haben wir generell eine Linienführung in diesem Becken, die den Betrachter tatsächlich einmal komplett durchleitet. Und zwar beginnen wir als Betrachter das Becken rechts unten anzuschauen. Warum? Weil rechts unten der Kontrast am höchsten ist. Wir haben den schwarzen Bodengrund und darüber das leuchtende Grün. Da ist am meisten Kontrast. Kontrast zieht Aufmerksamkeit. Das heißt, wir fangen rechts unten an, das Becken zu betrachten. Dann wandert unser Blick automatisch nach links, weil das Substrat nach links hochsteigt. Das ist wie eine Linie, die uns nach links oben zieht. Links angekommen sehen wir diesen ganzen Pflanzenhaufen. Wir sehen die Wurzelstränge, die rauskommen. Unser Blick wandert dort ein bisschen über die ganzen Pflanzen. Wir gucken uns an, was ist alles dort vorhanden. Dann merken wir, die Wurzel ragt nach rechts raus. Das heißt, wir folgen der Wurzel nach rechts außen, schauen uns die Wurzel an und landen dann zum Schluss in dem Bereich des Beckens, wo am wenigsten passiert, nämlich rechts oben in der Ecke,
wo halt der Hintergrund einfach nur schwarz ist und die Wurzel endet. Und damit ist unser Blick einmal komplett durch das Becken geführt worden. Und aber auch dadurch, dass die Wurzel am Ende wieder so ein bisschen nach unten ragt, wird auch der Kreis im Endeffekt geschlossen. Der Blick des Betrachters wird wieder zurückgeführt zum Anfang und er kann erneut durch das Becken wandern. Das ist als kompositorischer Effekt, als kompositorische Variante super, super stark, weil nämlich jeder Bereich des Beckens gleichermaßen beachtet wird vom Betrachter, aber gleichzeitig der Betrachter auf keinem Bereich des Beckens unnötig lange verweilt, weil es gibt genug visuelle Keymarker, visuelle Linien, die den Betrachter wieder in eine andere Richtung lenken. Jetzt gucken wir uns mal den Cube an. Den Cube habe ich ja erst vor kurzem neu gestaltet und das Layout ein bisschen angepasst. Und da sehen wir jetzt, wenn wir die dritte Regelung anwenden, dass ich da natürlich tatsächlich auch aktiv darauf geachtet habe, meinen Key Visuals diesmal etwas mehr aus der Mitte rauszuheben und halt an die Ränder zu verlagern in Richtung der Drittelschnittpunkte. Das heißt, die beiden Enden der Hauptsteine, das sind ja nur drei Steine im Becken drin, aber vorne links der Hauptstein, der endet natürlich an einer Drittellinie und hinten rechts der Hauptstein endet auch an einer Drittellinie. Dann ist noch ganz interessant von der Linienführung her, dass wir im Endeffekt das Becken auch noch diagonal trennen. Das ist jetzt etwas, was in der Drittelregelung in dem goldenen Schnitt nicht auftaucht. Aber, das sage ich euch jetzt noch, Diagonalen und Dreiecke sind vor allem auch in der fotografischen Komposition super starke Elemente und das finden wir hier zuhauf. Wir haben mehrere Dreiecke in diesem Bild, visuelle Dreiecke, und wir haben mehrere Hauptlinien in diesem Bild, die das Becken in Dreiecke, in Drittel und in Diagonalen teilen. Und das sind sehr, sehr starke visuelle Marker. Vor allem sorgt das auch dafür, dass wir wieder das Becken komplett mit dem Auge betrachten. Wir haben nämlich einmal die Möglichkeit, wie auch in dem Becken gerade schon, rechts unten anzufangen. Und dann wandern wir mit dem Blick hauptsächlich erstmal über den Hauptstein vorne nach oben links. Dort angekommen werden wir von dem Gras, von dem Eleocaris SB Mini, wieder runtergezogen, weil es sehr grell ist. Da haben wir wieder einen hohen Kontrast. Wir werden wieder runtergezogen, weil nach vorne verjüngt es sich. Das heißt, wir haben eine Linie, die dahin führt. Wir landen unten links bei dem Stein, der uns durch seine Oberkante wieder nach oben rechts führt. Und dadurch, dass im Hintergrund der dritte Stein ebenfalls nach oben rechts zeigt, haben wir da im Endeffekt eine durchgängige optische Linie, die uns dann dort herleitet und nach oben rechts leitet. Und wir haben das komplette Becken wieder mit dem Auge abgefahren. Und zwar in so einer Art Dreiecksbewegung. Wenn wir hier jetzt auch mal den goldenen Schnitt anlegen, sehen wir, dass das tatsächlich hier eher weniger gut passt. Man könnte es noch so ein bisschen damit argumentieren, dass halt diese Spiralbewegung, diese runde Bewegung so ein bisschen durch diese dreieckige, durch die Linienführung von rechts unten nach links oben und von links unten nach rechts oben natürlich etwas angelehnt ist. Tatsächlich war der goldene Schnitt hier aber nicht mein Hauptkriterium für die Komposition. Man hätte es natürlich danach machen können, man hätte das Ganze ein bisschen runtergestalten können. Allerdings wäre es dazu auch wesentlich leichter gewesen, wenn das kein Cube wäre, sondern ein Rechteckbecken. In einem Rechteckbecken könnt ihr mit dem goldenen Schnitt sehr viel mehr machen, weil ihr halt mehr Platz nach links und rechts braucht, um das Ganze auszuweiten. Das ist in einem Cube halt schwer möglich. Das vielleicht auch noch so als Hinweis, also gerade bei quadratischen Becken, bei quadratischen Frontscheiben ist es leichter, die Komposition nach der Drittelregel anzupassen, als nach dem goldenen Schnitt. Der goldene Schnitt funktioniert besser in Rechteckbecken. So, ich hoffe, damit konnte ich dir mal so ein paar Einblicke in das Thema Komposition und Layouting geben. Das ist ja natürlich auch immer wieder ein Punkt, der besprochen wird, der auch wichtig ist für ein Layout, für ein Hardscape. Wonach orientiere ich mich denn? Woher weiß ich denn, wie ich so ein Hardscape anordnen soll? Viele von euch haben ja vielleicht auch meinen Livestream gesehen zu meinem Hardscape. Falls nicht, schau mal rechts oben in die Ecke, da kannst du ihn dir nochmal anschauen. Und du siehst da auch, wie ich halt von vornherein eigentlich davon ausgehe, das Becken zu dritteln, nichts in die Mitte zu machen, sondern ich fange ja bereits ganz am Anfang an, links oben die Ecke aufzuschütten, dass ich da von vornherein diesen Verlauf habe. Und mir war auch von vornherein klar, dass die Wurzel von links nach rechts rüberragen soll. Das heißt, eines der Haupt-Layout-Elemente wurde bereits mit dem Substrat und mit der allerersten Wurzel komplett klar gemacht, nämlich dass wir von links unten nach rechts oben wandern und dann mit der Wurzel von links nach rechts oben raus. Das sind also die Sachen, die ich da so ein bisschen im Hinterkopf hatte und an die du dich auch mal gewöhnen kannst. Wie gesagt, mach das ruhig mal, hol dir mal so einen non-permanenten Marker, mit dem du auf Glas schreiben kannst, was du einfach wieder abwischen kannst und zeichne dir mal diese Linien ein auf dein Becken. Das ist ja kein Problem, kannst du einfach wieder abwischen. Und dann schau mal auf die Schnittpunkte, schau mal auf die gedrittelten Bereiche. Was befindet sich bei dir dort? Wie kannst du vielleicht dein Layout noch anpassen, um eher dieser Drittelregel zu entsprechen, um dein Layout damit vielleicht noch ein bisschen ansprechender zu gestalten. Das ist natürlich in deinem laufenden Becken immer ein bisschen schwierig.
Da könnt ihr aber sicherlich auch mit Pflanzen so ein bisschen was machen. Zum Beispiel, wo kommt noch so ein kleiner Busch hin? Wo kann ich irgendwie noch Bodendecker ausbringen? Oder wo kann in den Hintergrund noch eine hohe Stängelpflanze, die dann an diesem einen Punkt, an diesem Schnittpunkt wieder ein Key Visual bildet? Generell, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, sind das natürlich auch nur Richtlinien. Ihr müsst euch da natürlich jetzt nicht strikt dran halten. Aber sie erleichtern doch sehr die Komposition und sie erleichtern es euch doch sehr, von vornherein ein visuell ansprechendes Layout für den Betrachter zu bauen. Und das ist natürlich durchaus auch eine wichtige Fähigkeit, wenn ihr mit eurem Becken mal an Wettbewerben teilnehmen wollt. Denn das Layout und die visuelle Gestaltung ist dann natürlich ein essentieller Punkt, der immer wieder bewertet wird. Und ihr könnt aber auch sehr, sehr gut, und das rate ich euch, wenn ihr tiefer in dieses Thema einsteigen wollt, euch mal Bilder von Wettbewerben anschauen. Becken von Wettbewerben anschauen und dann wendet diese beiden Elemente mal auf diese Becken an. Zeichnet euch mal auf diesen Bildern im Kopf oder meinetwegen in Photoshop oder druckt es euch aus und macht es mit einem Marker. Zeichnet euch da mal diese Drittellinien ein, zeichnet euch da mal den goldenen Schnitt ein und ihr werdet sehen bei den wirklich guten Becken, die euch spontan gut gefallen, wenn ihr danach diese Regeln mal anwendet, ihr werdet dort Übereinstimmungen finden. Ihr werdet sehen, ja klar, hier bei der Drittelregel, da sind die beiden interessanten Punkte, da sind die beiden interessanten Punkte. Klar, passt alles, gefällt mir super. Und dann such dir mal ein Becken raus, was dir optisch nicht gefällt. Und mach das ganz spontan. Scroll einfach durch und sieh den Becken an und denkst, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins. Und dann machst du mal dasselbe. Und ich garantiere dir, du wirst erkennen mit diesen beiden Layouting-Regeln, mit diesen Kompositionsregeln, warum dir das nicht gefällt. Und das ist eine wichtige Fähigkeit. Wenn du dich dafür interessierst, solltest du das auch üben. Mach das einfach ein paar Mal. Und dann hast du das aber irgendwann auch so im Kopf, dass du das nicht mehr aktiv anwendest, sondern dann ist das halt drin und du wendest diese Regeln quasi automatisch an und weißt genau, auf was du achten musst. So, viel Theorie heute, aber ich glaube, das ist wichtig, um im Aquascaping vorwärts zu kommen und weiter voranzukommen. Und es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Fähigkeit, um dein Sehen zu verbessern, um deine Vorstellungskraft zu verbessern, wenn du so ein Hardscape einrichtest und wenn du ein Becken komplett einrichtest. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, dir mal diese Theorie aufzudröseln, vor allem, weil ich das natürlich auch spannend finde als Fotograf, der ich ja eigentlich bin. Wenn es dir gefallen hat, dann gib diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass es dir gefallen hat. Und vergiss nicht, an dieser Stelle diesen Kanal auch zu abonnieren, denn dann verpasst du keine weiteren Videos mehr in der Zukunft. Ich blende hier jetzt noch zwei weitere Videos ein mit anderen Themen zur Aquaristik und zum Aquascaping. Schau sie dir mal an. Da ist sicherlich noch was Interessantes für dich dabei. Und teile dieses Video natürlich auch gerne mit deinen Freunden, wenn du davon ausgehst, dass denen das weiterhelfen könnte. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.